dem Weg ins Tannheimer Tal habe ich noch mal schnell hier angehalten, weil ich euch noch mal etwas zeigen wollte. Ich stehe hier an der Talstation der Gründenlifte und hier geht leider schon den ganzen Winter rein gar nichts mehr. Die Betreiberfamilie musste leider Konkurs anmelden, weil ein Schweizer Investor, na sagen wir mal so, sein Versprechen nicht nachgekommen ist. Ich finde es relativ schade, weil dieses Jahr genügend Schnee auf die Pisten gefallen ist. Also, wenn ihr ein Skigebiet erwerben wollt und 2,95 Millionen Euro übrig habt, verspreche ich euch hiermit, dass ich im kommenden Winter definitiv mit meiner Kamera vor Ort sein werde. Ja, und ich sitze hier schon mal Probe fürs nächste Jahr.